demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ich wundere, ich sitze ein bisschen komisch, weil hinter mir liegt da gerade meine Katze. Keine Ahnung wieso. Aber ja. Ich war kurz bei Lidl. Eigentlich wollte ich Sachen kaufen für Ostern nur. Aber genau die Sachen hatten sie natürlich nicht. Es ist weg. Ja, es ist aber meistens so. Und ja, meine Mutter hat mir auch gerade geschrieben. Ich schreibe ganz kurz zurück, dann melde ich mich gleich nochmal. Da bin ich wieder. Es sind alles Lebensmittel, die jetzt nicht so mini, also viele Kalorien haben. Und oder so viele Kalorien in dem Sinne, so schlechte Lebensmittel sind. Genau. Also Süßigkeiten oder so sind dann nicht dabei. Genau. Hier habe ich einmal Schnittlauch. Bio. Der ist jetzt noch nicht so lang. Ich werde ihn noch ein bisschen gießen und ein bisschen länger wachsen lassen, bevor ich den ernte, sozusagen. Der hat hier auch ungefähr 1,99 gekostet ungefähr. Ja, war im Angebot. Normalerweise kostet es mehr, da muss ich aufpassen, wo ich das hinstelle. Meine Katzen würden das, glaube ich, fressen. Dann habe ich dreimal Feldsalat. Jetzt kommt immer drauf an, nehme ich da reingehen raus welche. Nehme ich diese Enden ab oder esse ich sie mit? Das kommt immer drauf an. Es ist auch sehr viel Aufwand, ne? Jedes einzelne Blatt da abzumachen. Ja, mal schauen. Also Feldsalat war im Angebot. 79 Cent, glaube ich. Die habe ich dreimal mitgenommen. Genau. Dann gibt es heute bei mir spontan Spaghetti mit Bolognese. Selbstgemachte Bolognese. Und zwar veganes Hack ist im Angebot gewesen. Das ist heute der letzte Tag. Also, ne, heute muss das gegessen werden. Sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es heute gegessen werden müsste. 1,49 hat es gekostet. Normalerweise 2,99 €. Ja. Dann komme ich hier weiter. Ach ja, habe ich Tomaten in so einem Netz. Habe ich noch nie gesehen. Ein Kilo Tomaten. Ja. In so einem. Riecht auch ganz schön eigentlich. Dann war hier auch Salatsauce. Hier habe ich einmal Balsamico-Essig. Ich habe hier auch noch Dressing. Salamico Dressing. Das kann man ja auch drauf machen, wenn man Tomaten und Mozzarella isst. Genau. Oder halt auch ganz normal in Salat. Ne? Jetzt habe ich hier 10 Eier. Insgesamt 20. Genau. Die sind extra wegen. Also, ne? Das ist ja Bodenhaltungsleier. Habe ich da erst mit Wintergarten. Ja, das ist, glaube ich, gegen das Küken töten, genau, deswegen habe ich es gekauft. Waren jetzt 20 Cent teurer als die anderen, aber da habe ich so einen inneren, so ein bisschen moralischen, von daher, also moralischen, denke ich, das ist besser, ja. Aber weiß auch nicht, ne. Ja, zweimal. So, hier habe ich Sonnenblumenöl. Ich hatte da so einen Spender gehabt. Der hätte 3 oder 4 € gekostet. So Essigölspender. Aber das wäre dann ja auch nur so ein Spender und halt kein Sprühsachen. Also ich wollte mal so eine
Öl mal kaufen, aber ich habe es noch nirgendwo gefunden. Ich glaube, bei Rewe oder bei Kaufland gibt es das. Aber wenn ich dann da bin, dann vergesse ich das. Ne? Aber ich habe jetzt Sonnenblumenöl gekauft. Eigentlich sind das nur zum Braten, jetzt nicht zum... Ich schmier das mir nicht aufs Brot, natürlich nicht. Naja, weiter. Hier habe ich einmal Weizentoastbrötchen. Genau. Dann Meerrettich, scharf, normal, also nicht der sahnige, sondern der normale. Ja. Dann habe ich hier einmal Speisequark. Dann habe ich Nudeln für das Wochenende. Und zwar, ich habe Ostern am Wochenende. Und ich überlege gerade, ich habe noch Sachen, die ich heute auf jeden Fall dringend einfrieren muss. Hier habe ich Nudeln. Also das sind so Eier, das sind das hier so Häschen und so, ja, so Motive halt, ne? Klar braucht man nicht eigentlich, hier aus dreifarbige Teigwaren aus Hartweizengrieß mit Tomaten, Spinat und rote Beete. Hört sich sehr lecker an. Und das gibt es dann am Wochenende mit anderen Sachen noch. Zeige ich dir gleich noch. Oder später. Dann, hier, guck mal, eigentlich wollte ich Wraps kaufen und entweder die normalen oder die Vollkorn. Beides gab es nicht bei Lidl. Und das habe ich dann leider erst zu spät gesehen und habe den norwegischen Räucherlachs schon eingepackt, weil der war dann ganz unten. Ich habe den gar nicht mehr gesehen und deswegen habe ich jetzt dreimal Räucherlachs. Aber ich esse den auch so sehr, sehr gerne. Also diesen hier war auch im Angebot, also war ein bisschen günstiger, aber auch nicht zu dolle, aber trotzdem. Ich denke, es ist der Haltbar zum 6.4. Der andere auch. Und das tropft hier irgendwas. ja. Und hier, was tropft. Und irgendwas ist da auf jeden Fall ein bisschen ausgelaufen. Hier ist so ein wie Carpaccio, aber Lachs Carpaccio. Mit, ich hab's hier. Das will ich wohl heute essen, glaube ich. Ja. Mal schauen. Da. Dann gibt es auch. ja, ist gut, ne? Frischkäse, genau, zweimal. Dann einmal Schinken, Zwiebel, Mettwurst, Fett reduziert. Akku ist leer. Gleich, mache ich gleich. Dann. Manchmal kann ich ja noch 6 Minuten oder ein paar Minuten noch reden, bevor der Akku ganz leer ist. Hier habe ich Zimbo, nochmal mit Kräuter. Dann hier. Das muss auch gleich ins Gefrierfach. Mäuschen, ist gut jetzt bitte. Ja, ist gut, ist gut. Und zwar habe ich hier Heidelbeeren, Blaubeeren. Waren 1,99 Euro, statt 2 Euro irgendwas. Ja. So. Dann habe ich Kaffee Tassimo. Coffee Nut Latte. Sweet and Cream. Hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon getrunken habe oder nicht. Bin nicht ganz sicher. Okay. Dann. Immer wenn ich anfange zu reden, quatscht die, motzt die Katze rum, aber das ist normal. Hier habe ich so ein Dinkel-Sandwich. Ist vegan sogar. Dann habe ich 2 Brötchen. Die werde ich jetzt gleich zum Mittag essen. Die haben schon 12. Rein theoretisch kann ich auch 16:8 machen. Fasten. Aber habe ich keine Lust zu. Frühstück ausfallen lassen. Hier habe ich noch eine Avocado. Dann habe ich hier rote Beete.
Ich hatte schon vor kurzer Zeit rote Beete gehabt, habe die aber dummerweise draußen liegen gelassen und dann wurde die schlecht. Deswegen, klar, die war jetzt auch nicht im Kühlschrank drin, bei Lidl, aber ist mir sicherer. Ich packe die lieber in den Kühlschrank. Da ist die, hält die länger, glaube ich. Dann habe ich hier French Dressing. Dann hier nochmal Nudeln. Ich weiß, wie viele Nudeln ich jetzt hier zu Hause habe jetzt. Stimmt, das sind ja auch Nudeln. Ja, egal. Hier Spaghetti. Die werde ich heute essen. Und nicht die Spaghetti, aber andere Spaghetti. Dann habe ich hier Katzenfutter nass. Das werde ich euch jetzt nicht zeigen, sonst wollen die das essen. Braunschweiger Mettwurst. Ja, Teewurst halt, ne? Dann habe ich 3 Äpfel. Ich weiß nicht, wann ich die essen soll, weil ich bin halt nicht der allergrößte Äpfel-Fan. Aber ich habe jetzt erstmal 3 Äpfel. Ne? Ich glaube, dass die eine Person bei Lidl mich persönlich nicht kennt, aber meine Videos schaut, weil die ist sehr, sehr sympathisch immer. Und natürlich alle bei Lidl sind da sehr, sehr sympathisch. Aber ich kann mir nur vorstellen, die schaut meine Videos, glaube ich. Also, hallo. Hier habe ich Bananen, genau. Die werde ich in den Kühlschrank packen, weil dann halten sie länger. Halten sie länger. Jetzt habe ich noch Katzenfutter, Katzenfutter. Hier habe ich nochmal Knoblauchgranulat. Noch irgendwas? Ach ja. Hier habe ich noch Mozzarella. 2-mal. Und guck mal, zum Schluss noch habe ich hier eine fast eingefrorene Radieschen. Ja, aber für den Preis fast 1 Euro, so 80 Cent, 89 Cent. Es wird auch günstiger nochmal, ne? Radieschen. Habe ich noch irgendwas drin, außer jetzt Katzenfutter? Nee. Das war jetzt mein Einkauf bei Lidl. Und Lidl ist immer noch das Beste, finde ich. Das Günstigste. Ja. Ach ja, hier, ich habe noch was. Oh, Tasche ist noch nicht voll. Hier habe ich noch Tomatenmark. Hier gleich. Also nur eine, ne? Nicht mal ganz, aber. Dann, hier ist noch was auch, ja. Stimmt, ja. Hier Tomaten. Hier nachher. Dann habe ich hier nochmal Käse, Sandwichscheiben. Hier. Dann habe ich hier nochmal Katzenfutter. Leckerlis. Dann habe ich Schnittlauch auf die Eier. Genau. Hier nochmal dieser Frischkäse. Stimmt, da war noch was. Ja, und dann halt nochmal Tomaten, gehackte. Das andere waren nur geschälte. Und halt Leckerlis. Die werde ich jetzt euch jetzt, wie gesagt, auch nicht zeigen, sonst sind gleich weg. Eigentlich habe ich 2 gekauft. Wahrscheinlich nicht einer da dran. So, jetzt höre ich auf. Werde die Akku wechseln oder aufladen. Meine Lieben, bis gleich. Give me just a little smile. That's all.